Hallo und herzlich willkommen im Wald. Gestern hat es geregnet. Jetzt befinde ich mich zugegebenerweise gerade in keiner besonders regenreichen Location, die zu dem Thema jetzt zugegebenerweise auch nicht so richtig passen möchte. Aber nichtsdestotrotz beschäftigen wir uns jetzt mal mit der Frage, was ist, wenn es regnet im Wald? Ne? Ich habe gerade Feuerchen nachgelegt und damit können wir auch mal loslegen. Und zwar fangen wir ganz vor oben an bei der Thematik Wolke. Und da möchte ich mal so ein ganz kleines bisschen was zu Wolkenbildung erzählen. Ich bin dafür jetzt bei Weitem kein Experte. Ich hatte lediglich 2 Semester Meteorologie und natürlich auch nicht das ganze Semester nur Meteorologie, sondern mit, ich glaube, 3 Semester Wochenstunden. Aber das langt immerhin so mal ein bisschen grob, so die Grundzüge der Wolkenbildung zu erklären. Und dafür müssen wir jetzt erstmal Folgendes wissen. Luft ist ein Gasgemisch, da ist größtenteils Stickstoff drin, noch ein großer Teil ist deutlich kleinerer, aber ebenfalls großer Teil ist Sauerstoff und der Rest ist eigentlich winzig. Ne? Da brauchen wir uns gar nicht groß mit beschäftigen. Gut, und in diesem Gasgemisch ist es jetzt so wie bei jedem Gas, je wärmer das ist, desto weiter auseinander sind die einzelnen Teilchen. Ne? Wenn die Teilchen weit auseinander sind, dann ist zwischen den Teilchen vergleichsweise viel Platz und da kann dann nochmal ein anderes Gas in das ansonsten festgeschriebene Luft-Gas-Gemisch eindringen und sich da drin eben entsprechend anreichern. So, und was ist das? Wasserdampf. Soll heißen, je wärmer die Luft ist, desto mehr Wasserdampf passt rein. Na, kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Kalte Luft. Da passt nicht viel Wasserdampf rein, weil sie ja die Moleküle vergleichsweise eng beieinander liegen und da ist nicht mehr so viel Platz, um da großartig viel Wasserdampf unterzukriegen. Jetzt, komisches Phänomen. Wenn man im Winter unterwegs ist, fühlt sich die Luft komischerweise feucht an. Aber gerade habe ich doch gesagt, in kalte Luft passt gar nicht viel Wasser. Ja, da haben wir auch schon den springenden Punkt. Wenn nämlich die Luft wassergesättigt ist, man spricht da von der relativen Luftfeuchte, wenn diese 100% erreicht, passt nicht noch mehr Wasser in die Luft. Das bedeutet, das Wasser tritt aus der Luft. Was haben wir dann? Nebel, beziehungsweise, ja, also im Wesentlichen erstmal Nebel, sagen wir es jetzt einfach mal so. Ne? Gut, der kann jetzt irgendwo hängen bleiben, dann ist er tau, der kann irgendwo gefrieren, dann ist er raureif. Das ist jetzt alles nicht so sehr das Thema, weil wir sind ja oben in den Wolken. Und wenn wir jetzt ein Luftpaket nehmen, man spricht in der Meteorologie immer von Luftpaketen, man denkt sich die Luft als einen zusammenhängenden Klumpen. Der ist jetzt unterwegs, meinetwegen in der Ebene. Und er nähert sich jetzt einem Gebirge. So, jetzt kann er durch das Gebirge nicht durch, weil Luft ist nicht in der Lage, durch Stein zu fließen. Ne? Muss er das Gebirge entsprechend hoch oder da bleiben, wo er ist? Da bleiben, wo er ist, keine Option ist, weil es weht ja ein gewisser Wind, der die Luft bewegt, muss er halt eben das Gebirge hochklettern. Jetzt wird die Luft also automatisch hochgedrückt. Was passiert dann? Na, oben ist kälter. Das heißt, unsere unten in der Ebene wahrscheinlich relativ warme Luft zieht sich zusammen. Jetzt ist da aber das gleiche Wasser drin wie vorher. Die kalte Luft, die sich zusammenzieht, kann aber nicht mehr so viel Wasser speichern. Das heißt, es tritt wiederum Wasser aus. Das heißt, wir kriegen Nebel. Und zwar Nebel in der Höhe. Und was ist Nebel in der Höhe? Eine Wolke. Ja, und das wäre so eine mögliche Erklärung für die Wolkenbildung. Wolken können sich auch noch auf andere Art und Weise bilden. Es können zum Beispiel mehrere unterschiedlich warme Luftpakete zusammentreffen. Es kann sein, dass Luft unten so warm wird, dass sie aufsteigt, sich dann oben logischerweise wieder zusammenzieht, wenn sie erstmal oben angekommen ist. Jetzt hängt also unser Wasser in Wolkenform jetzt mal da oben im Himmel rum. Jetzt ist ja nicht so, dass jedes Mal, wenn eine Wolke oben im Himmel ist, die sofort abregnet. Was brauchst du denn, damit das abregnen kann? Naja, da muss ein sogenannter Kondensationskern her. Auch Eiskern genannt, je nachdem, ob sich so eine Eiswolke oder eine Regenwolke oder sonst irgendwie, wie hoch die Wolke halt ist und so weiter und so weiter. Da kann man Abhandlungen zu lesen und schreiben und sich da ganz unglaublich schlau machen, was das Thema angeht. Aber das ist jetzt nicht so sehr primär das Thema. Ich möchte es nur mal kurz, wie gesagt, bisschen ansprechen, der Vollständigkeit halber, und muss zwischendurch hier wieder für mehr Licht sorgen. Ne? So, Kondensationskeime, was kann das sein? Also im Regelfall sind das Aerosole. Was ist jetzt schon wieder ein Aerosol? Ein Aerosol ist ein Gas mit Partikeln.
Diese Partikel können flüssig oder fest sein, aber es sind auf jeden Fall nicht gasförmige Partikel in einem Gasgemisch. Und da sind nur kleine, teilweise, es gibt da keine genaue Größenangabe, wie groß oder klein so ein Aerosol sein muss. Das heißt, da gibt es Theorien, aber lassen wir das. Und da können jetzt so winzig kleine Partikelchen von irgendwas, was halt kein Gas ist, eben in der Luft rumschwirren. Beispiel Haarspray. Da sind Partikel drin, die sorgen dafür, dass das Zeug klebt. Anderes Beispiel, Rauch vom Holzfeuer. Da ist Ruß zum Beispiel drin, will man nicht einatmen, sehr ungesund. Hausstaub. Hausstaub ist ein Aerosol, also wenn er aufgestaubt wird, wenn man sich zum Beispiel auf ein lange nicht ausgestaubtes Sofa setzt, so wie meins. Das sind alles Aerosole. Was haben wir noch für schöne Beispiele? Der beliebte Feinstaub beim Autofahren, ne? Der ist natürlich auch ein Aerosol. Und mit so einem Aerosolteilchen kann sich jetzt ein Regentropfen bilden. Ne, wenn diese Aerosolteilchen da eben entsprechend zu dem Wasserdampf sich gesellen. Und das kann erstmal so gehen, dass das Aerosol selber, also das Teilchen, was in der Luft rumschwirrt, eine gewisse Kristallstruktur aufweist. Und das wird jetzt im Wasserdampf, in dem es rumschwirrt, wird es nass. So, und jetzt ist es kalt. Und jetzt gefriert unser Wasserdampf an unserem kristallförmigen Aerosolteilchen. Was haben wir dann? Eine Schneeflocke zum Beispiel. Ne? Und wenn die runterfällt, dann muss sie ja nicht eine Schneeflocke bleiben, sondern der ganze Verlauf der Tour nach unten ja auch schmelzen und dann regnet es halt nur, anstatt dass es schneit. Das ist einfach dann eine Frage der Temperatur im Wesentlichen. Oder wir haben ein unterkühltes Tröpfchen, weil das ist ganz interessant, der Wasserdampf da oben, der kann da in Form von unterkühltem Wasser vorliegen, ohne dass es regnet, weil die Kondensationskeimchen fehlen, die zur Tropfenbildung führen könnten. Und das ist eigentlich auch ganz spannend, kann man auch beim Fliegen teilweise sogar beobachten, wenn man durchfliegt und solche Späße. Aber auch da möchte ich nicht so sehr drauf eingehen, kenne mich da auch nicht so wahnsinnig gut aus. Jedenfalls so ein unterkühltes Tröpflein, das gar nicht in Tropfenform vorliegt, kann natürlich sein, dass da jetzt einfach ein Aerosol reinfliegt durch Zufall, also ein Teilchen. So, und dann haben wir einen dicken, fetten Tropfen und der macht sich dann auch eben entsprechend auf den Weg, beziehungsweise gleich einen dicken, fetten Eisklumpen, der sich dann entsprechend auf den Weg macht. So, also ganz grob gesagt, können wir jetzt die Wolkenbildung so zusammenfassen, dass wir ja diese Aerosölchen haben, die habe ich ja schon erwähnt. So, und davon gibt es jetzt unterschiedlich viele und von deren Menge hängt so ein bisschen auch die Wolkenbildung ab. Also man kann es zum Beispiel, jetzt für unsere Zwecke zumindest, darauf runterbrechen. Und zwar haben wir zum Beispiel so ganz wenige entsprechende Aerosole da oben. Dann gibt es auch nur ganz wenige Wassertröpfchen, also die Aerosole fungieren ja als Kern, als kleines Klümpchen, um das herum das Wasser aus dem gasförmigen Zustand in den flüssigen Zustand eben entsprechend kondensieren kann. Ne? Und dafür braucht es so einen Kern, weil sonst bleibt es quasi sehr, sehr kaltes, gasförmiges, mehr oder weniger Wasser, das keine Tropfen bildet, die runtertropfen können. Dafür sind wirklich diese Erosionskerne unbedingt erforderlich. Kondensationskerne natürlich. Und da gilt jetzt Folgendes. Sind nur ganz wenig von diesen Kernen vorhanden, dann gibt es auch nur ganz wenige Wassertropfen. Dass die Wassertropfen jetzt runterfallen, das passiert im Wesentlichen dann, wenn sie groß und schwer werden, weil sonst geht es nicht abwärts. Das heißt, es müssen mehrere von diesen winzig kleinen Tröpfchen zusammenstoßen, um zusammen einen großen Tropfen zu bilden, damit es abwärts geht. Das heißt, wenn nur ganz wenige Kondensationskeime da sind, dann wird es wahrscheinlich nicht regnen, weil die Chance, dass diese paar Tröpfchen, die es da oben gibt, zusammenstoßen, um groß zu werden, relativ gering ist. Aber es regnet auch dann nicht, wenn unglaublich viele Kondensationskeime vorhanden sind, weil dann ist die Menge an Wasserdampf, der sich um einen Kern schließen kann, dann wiederum so gering, dass damit die einzelnen Tröpfchen so klein sind, dass die Chance, dass die sich zusammentun und einen großen Tropfen, der runterfallen kann, zu bilden, auch schon wieder relativ gering ist. Sowas kann man beobachten nach großen Waldbränden beispielsweise. Da ist zwar jede Menge Kondensationskeime in der Luft durch den Rauch, und es bildet sich eine gigantische Wolke, diese geht aber hoch bis zum geht nicht mehr und denkt nicht mal dran, irgendwie abzuregnen. Das kann bis in die Stratosphäre hochreichen, so eine Großwaldbrandwolke, die zwar super dicht ist und so weiter, aber einfach nicht abregnet, weil die einzelnen Partikel da drin, die einzelnen Tropfen da drin, so winzig klein sind, dass die nicht runterfallen.
Das heißt, im Idealfall, also wenn wir Regen haben wollen, haben wir da drin so eine mittlere Zahl von Kondensationskeimen, die dann mittelmäßig viele, mittelmäßig große Tropfen bilden, die dann eine relativ hohe Chance haben, zusammenzustoßen, nochmal einen größeren Tropfen zu bilden und der tropft dann runter. So, jetzt ist es so, dass diese Aerosole ja nicht nur da unterwegs sind, wo sich die Wolken bilden und wo es dann anfängt zu tropfen, sondern die hängen auch in der ganzen Luft unter den Wolken natürlich noch irgendwie drin. Und jetzt haben wir ja schon geklärt, was Aerosole sind. Das hängt jetzt sehr davon ab, was halt da zum Beispiel gerade für ein Wetter herrscht, was für ein Luftdruck herrscht und wie viele Aerosole denn da jetzt da sein können aus natürlichen und nicht so natürlichen Quellen. Beispiel, es regnet über einem Wald, neben dem steht ein Kohlekraftwerk. Das heißt, wir werden relativ viele Stickoxid-Aerosole beispielsweise in der Luft über unserem Wald rumfliegen haben. Jetzt kommen unsere Regentropfen runter. Und wenn die unterwegs noch ein zusätzliches Aerosol erwischen, weil durch Zufall halt drauffallen, dann saugen sie dieses auf. Und dann haben sie es dabei. Das heißt, je nachdem, wo der Regen runterkommt, was zwischen Wolken und Biosphärenoberfläche, und damit meine ich jetzt in diesem speziellen Fall die Oberfläche des Waldes, also die ersten Blätter oben im Kronenbereich, alles was da an Aerosolen rumfliegt, wird bei einem ordentlich kräftigen Regenguss aufgesammelt vom Regen und mit runtergebracht in den Wald. Kann man so, glaube ich, ganz gut beschreiben. Das heißt einerseits, dass das gut ist, weil irgendwo müssen die Nährstoffe ja herkommen, die in den Boden nachgeliefert werden. So ein Boden, wenn wir jetzt mal weiter unten hin denken, hat ja zwei Möglichkeiten, um an neue Nährstoffe zu kommen. Entweder regnen sie drauf oder sie wehen drauf. Das ist aber zu vernachlässigen in unseren Breitengraden. Da wird nicht viel Nährstoff einfach so angeweht. Das spielt in der Wüste sehr wohl eine Rolle, wo es Sandstürme und solche Späße gibt, wo wirklich Dinge durch die Gegend geweht werden. Bei uns ja eher unwahrscheinlich, außer vielleicht mal eine Kuh. Wenn man sich schlechte Filmchen anguckt mit irgendwelchen Wirbelstürmen. Die eine Quelle eben aus dem Regen, die andere Quelle aus dem Boden nachverwittern. Dazu kommen wir gleich noch, weil auch da spielt das Wasser eine ganz wesentliche Rolle, das eben von oben kommt. Also man könnte fast schon sagen, alle Nährstoffe kommen letztendlich von oben, weil für die Bereitstellung einer Nährstoffe zumindest mal ein gewisser Anteil an Wasser vorhanden ist. Wo es überhaupt kein Wasser gibt, gibt es auch keine Nährstoffe, weil da ist natürlich eben Wüste. Aus dem Grund, dass kein Wasser da ist und niemand hat was zu trinken, aber niemand hat auch Nährstoffe. Das ist nämlich auch meistens gleichzeitig der Fall, dass nicht nur das Wasser zum Trinken fehlt, sondern auch das Wasser, um überhaupt Nährstoffe aus dem Boden quasi rauszuspülen, die dann verfügbar sein könnten. Dass es hin und wieder also mal regnet, durchaus erforderlich in der Natur. Das ist nicht nur eben zum Rasengießen oder für Schwimmbad oder im Flussbaden oder sonst was gut. Ich muss nachfeuern, oder zumindest mal vorbereiten, nachfeuern. Aber jetzt folgendes nochmal zurück zu unserem Regen. Der ist jetzt unterwegs zu unserer Waldoberkante und sammelt eben, wie gesagt, alles ein. Wenn das, was er einsammelt, die Aerosole, die er einsammelt, sauer wirken, sprich protoniert sind, also Protonen quasi sind, wie zum Beispiel Nitrate, oder Sulfite oder NOx, ne? Also N und irgendwas mit OX sind O irgendwas, also Stickoxide auf gut Deutsch, ne? Das Zeug aus dem Auto, aus dem Diesel, vorzugsweise insbesondere aus dem älteren Diesel, der ja jetzt bald nicht mehr fahren darf, da ich noch nie einen Diesel hatte und wahrscheinlich auch nie einen haben werde, hält sich meine Trauer leider in Grenzen. Ich weiß, manche Leute betrifft das sehr, aber mir persönlich ist es relativ egal. Leider bin ich ein schlechter Mensch, ne, wenn es mich nicht betrifft. Und, ne, ich finde es eigentlich eher ganz gut, wenn wir vielleicht ein bisschen weniger Auto fahren, insbesondere nicht da, wo sowieso schon alle Auto fahren. Wäre vielleicht gar nicht so, ob das jetzt wirklich eine gute Lösung mit den Fahrverboten ist, wage ich auch zu bezweifeln, aber so grundsätzlich weniger Auto fahren per se erstmal nicht schlecht. Ne? Vielleicht. Kann man sich streiten. Gut, jedenfalls, das wäre jetzt so ein schönes Beispiel eben für so Zeug, was da drin landen kann, was sauer wirkt. So,
Und was macht ein Regen, der sich mit Säuren vollsaugt? Naja, der ist kein Regen mehr, sondern der ist Regen mit einem gewissen Anteil Säure. Und das nennt man dann logischerweise saurer Regen. Und da kommt der dann auch her. So, jetzt ist unser Regen nicht mehr ganz so sauer, seit wir halt eben dann beim großen Waldsterben und bei den großen Problemen mit dem sauren Regen gelernt haben, dass saurer Regen nichts gut und wir entsprechende Entschwefelungsanlagen, weil vor allen Dingen die Schwefelsäure ist halt verdammt sauer, in unsere Großbrenngeschichten eingebaut haben, also Kohlekraftwerke etc., ist das viel, 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 viel besser geworden. Viel, 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 viel besser. Der Schwefeleintrag ist zwar, der stattfindet in den Boden, ins Ökosystem, ist zwar in Deutschland vor allen Dingen immer noch nahezu zu 90% anthropogen, also aus menschlichen Verbrennungstätigkeiten stammend, aber er ist halt deutlich, deutlich weniger geworden und es ist langsam wirklich recht übersichtlich, was da noch an Schwefel runterkommt und unser Regen ist auch erheblich weniger saurer, als er mal war. Es ist noch nicht ganz optimal und es ist insbesondere dann immer noch ein Problem, wenn halt wieder die fiesen Stickoxide, die sind mittlerweile die Hauptursache, die wir eben noch nicht reduziert bekommen haben, die Hauptquelle für sauren Regen sind. Ne? Und das kann dann halt durch mal aus im stadtnahen Bereich, an der Autobahn und so weiter und so fort eine gewisse Rolle spielen, weil natürlich, da geht ein gewisser Wind und das Zeug, was auf der Autobahn natürlich abgegeben wird, verteilt sich dann schon im großen Umfang und so weiter. Aber angenommen, es regnet halt häufiger mal, dann wird auch immer das Zeug erstmal da, wo es konzentriert vorliegt, also sprich neben der Autobahn, da aus der Luft gewaschen, wo es halt gerade ist. Und das wäre dann wieder neben der Autobahn. Was ist oft neben der Autobahn? Ein Wald. Und dieser Wald hat dann wirklich auch heute noch teilweise ein bisschen Schwierigkeiten eben mit Schadstoffeintrag beziehungsweise mit Versäuerung durch sauren Regen. So, jetzt so ein saurer Regen, der kann, wenn er jetzt an den Blättern ankommt, wir benähern uns also dem Kronenbereich, wenn er sauer genug ist, tatsächlich da gewisse Schäden anrichten, kann gewisse Mikroorganismen, gewisse auf dem Blätter lebende Organismen schädigen, kann er, ist aber im Regelfall nicht so sehr das Problem, das beginnt dann erst weiter unten, aber das wäre bei sehr, sehr saurem Regen theoretisch vorstellbar. Gehen wir jetzt mal in unserem Beispielregen jetzt nicht davon aus, dass der super, super sauer ist, sondern nur ein bisschen und nur so ein paar von diesen Stickoxiden und so weiter und so fort enthält. Denn es ist nicht alles schwarz und weiß. Stickoxide sind nicht per se gut oder per se böse, sondern die dürfen durchaus ambivalent betrachtet werden. Ohne Stickoxide, die da in irgendeiner Form entstehen, würden nämlich überhaupt kein Stickstoff in den Boden gelangen. Da diffundiert er nämlich nicht aus Versehen oder automatisch rein, sondern er muss quasi als Stickstoff-Sauerstoff-Verbindung, also ein Stickstoffoxid, vorliegen, damit er überhaupt aus der Luft rausgewaschen werden kann. In der Luft ist ja jede Menge Stickstoff, über 70%, wie wir wissen. Der normale, elementare Luftstickstoff, der ist in keinster Weise für irgendwas zu gebrauchen, deswegen heißt das Stickstoff, der hat quasi keinerlei chemische Wirkung in irgendeiner Form, der stickt. Wie kann sich daraus so ein Stickoxid bilden? Ja, durch große Energieeinwirkungen in Form von einer sehr, sehr krassen Verbrennung oder vom Blitzeinschlag. Im Blitzkanal, wenn der Blitz durch die Luft saust, da bilden sich zum Beispiel auch Stickoxide auf natürlichem Ursprung. Seit wir reichlich Zeug verbrennen, hat also die Stickstoffdüngung des Ökosystems weltweit ganz außerordentlich zugenommen, weil wir reichlich Zeug verbrennen und nicht mehr Blitzschläge oder große Waldbrände oder Ähnliches, wo sie natürlich auftreten, die einzige Quelle für Stickstoff in der gesamten Atmosphäre, also pflanzenverfügbaren Stickstoff, in der ganzen Atmosphäre eben entsprechend sind. Ne? Das heißt, Stickoxide per se eigentlich was Gutes fürs Ökosystem, in größeren Mengen dann eventuell ein Problem. Hatte ich schon mal ein eigenes Video zugemacht, kommt aber hier auch nochmal vor. So, und jetzt kommt unser Regen also entsprechend im Laub an. Ob das jetzt Nadellaub ist oder Laub, also Blätter im klassischen Sinne, so wie wir uns das vorstellen, das ist jetzt erstmal egal. Was er da als erstes mal tut, ist unsere Blätter nass machen. So, und jetzt muss man wissen, davor, bevor es geregnet hat, gab es ja auch wieder diese fiesen Aerosole. Und diese fiesen Aerosole, die schwirren nicht nur über dem Wald rum, sondern die schwirren auch durch den Wald. Und da haben sie die interessante Eigenschaft, dass sie dann gerne mal an Oberflächen hängen bleiben. Insbesondere wenn diese Oberflächen eine gewisse Struktur aufweisen, an der man gerne hängen bleibt als Teilchen, das ansonsten in einem Gas unterwegs ist. Und jetzt weiß man, wenn man schon mal das ein oder andere Nadelblatt angefasst hat, die fühlen sich so leicht wachsig an. Hm?
oder die eine oder andere sonstige Blattoberfläche verschiedener anderen Blätter fühlt sich auch so leicht wachsig an. Und manchmal fühlen sie sich so leicht wachsig und staubig an. Wenn es zum Beispiel wirklich lange nicht geregnet hat, könnte man in diesem Sommer relativ häufig an verschiedenen Blättern eben bewundern, dieses Phänomen. Das heißt, in dem Moment, wo die sich so auch noch staubig anfühlen, da haben die halt schon einen ganzen Haufen sogenannte trockene Deposition erwebt. Die Aerosole, die in der Luft rumfliegen, kleben dann irgendwann auch an der entsprechenden Vegetation. Das ist für die Vegetation per se erstmal gut. Und man kann sich sogar fragen, ob es nicht Bäumchen oder Pflänzchen generell gibt, die absichtlich Blätter haben, die eine aerosolanhaftende Oberfläche besitzen, damit möglichst viel Zeug dran kleben bleibt, was ja für die Pflanze alles Nährstoffe sind. In großen Mengen ist Gift, in kleinen Mengen ist Nährstoff. Ist ja bei fast allen so. Und wenn es jetzt nun regnet, dann werden die natürlich auch noch alle abgewaschen. Und der Regen, der dann durch die Krone sich langsam, aber sicher nach unten fortbewegt, ist dann durchaus in einem Wald ziemlich reich an allen möglichen Stoffen, die so ein Wald gegebenenfalls gebrauchen kann. Es sei denn, er hat schon viel zu viel davon, ne? Also derzeit, beim aktuellen Stand des Ökosystems, ist es zwar alles viel, viel, viel besser geworden, also jetzt insbesondere in Deutschland, aber grundsätzlich das meiste, was von oben kommt und von oben kommen kann, ist auch unten schon reichlich vorhanden. Also etwas weniger, was von oben kommt, wäre in den allermeisten Fällen nicht verkehrt, aber grundsätzlich gibt es auch Waldökosysteme, die nur aus dem Nährstoffeintrag, aus dem Regen leben. Und da wären wir dann im tropischen Regenwald, da regnet es sehr viel. Da regnet es pro Regen mit sehr wenig Nährstoffen drin, weil es halt dauernd regnet. Da ist gar nicht viel Zeit, dass ich da viel ansammeln kann, viel an den Blättern kleben bleiben kann und so weiter. Aber das, was drin ist, wird auch dringend und bitter benötigt. Deswegen, dadurch, dass wir den ganzen Planeten düngen mit unserer Stickoxidproduktion, tun wir dem Wachstum der tropischen Regenwälder mitunter auch was Gutes, da wo wir sie nicht umhauen. Das sollte man so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Also die bösen, bösen Stickoxide, der böse, böse Stickstoff generell, ist gar nicht generell eben schlecht. So, aber nochmal, wir sind jetzt eben in unserem Blätterdach. Und jetzt haben wir eine Kombination aus dem Zeug, was in Aerosolform aus der Luft gefischt wurde von unserem Wasser. Das ist die nasse Deposition, wenn es dann mal irgendwann unten im Boden ankommt. Und wir haben eben das, was an den Blättern hängen geblieben ist und jetzt erst abgewaschen wird. Das nennt man die trockene Deposition. Im Endeffekt ist beides Wasser und wird beides von Wasser nach unten befördert. Aber diese beiden Begriffe werden da halt eben üblicherweise unterschieden. Jetzt tropfe ich in mein Notizbuch, wenn ich die Fackel drüber halte. Das ist nicht schlau. Muss ich mein Notizbuch woanders hinpacken. So, folgendes. Jetzt kommt also unser Regen, wie gesagt, im Laubdach an und sammelt da Staub ein und wäscht die Blätter sauber. Und dabei werden die natürlich nass. So, jetzt ist jedes Blatt, jedes Nadelblatt mit einer gewissen spezifischen Oberfläche ausgestattet. Und je nachdem, wie groß die Oberfläche des jeweiligen Blattes ist, kann so ein Blatt relativ viel Wasser aufnehmen, das dann einfach an der Oberfläche hängen bleibt. Also ein großes Blatt, das von allen Seiten nass ist, ist ziemlich viel nass. Ne? Da hängt viel Wasser dran. Und dieses Wasser bleibt auch dran. Wenn es jetzt lange regnet, dann bleibt das Blatt natürlich nass und es tropft auch ein Teil wieder runter und so weiter. Aber ein gewisser Anteil des Wassers, insbesondere wenn es nur sehr kurz regnet, dann ist der Anteil fast nahezu 100%, bleibt in den Baumkronen hängen. Bleibt an irgendeinem Ast hängen, bleibt an irgendeinem Blatt hängen, macht quasi den Baum nass, aber kommt nicht am Boden an. Weil, insbesondere wenn es dann regnet, wenn es gar nicht mal so kalt ist, das hat nicht funktioniert, dann kann das durchaus ein ziemlich hoher Anteil sein, der da eben in den Baumkronen wieder verdunstet. Diesen Prozess, das Wasser verdunsten aus den Baumkronen, bevor es jemals unten angekommen ist, das nennt man Interzeption. Da gibt es also ein schönes Fachwort für. Und das kann so etwa 1 Millimeter pro Quadrat, also so 1 Millimeter Niederschlag etwa betragen. Das ist gar nicht mal so wenig, also so ein ganz kleiner Schauer. So wirklich so ein Futzelregel-Mini-Regen. Der hat sowas um den Dreh. Ne? Und von so einem Futzel-Mini-Regen und insbesondere so einem Futzel-Mini-Regen im Sommer
Da können das auch 3 oder 4 Futzel Mini-Regen pro Tag sein. Dazwischen, wenn die Sonne ordentlich runterknallt, trocknet der Wald komplett oben in den Kronen wieder durch, ohne dass da jemals irgendein Wassertropfen durch das dicht belaubte Kronendach nach unten gefallen wäre und den Waldboden nass gemacht hätte. Interzeption kann man jetzt versuchen, irgendwie als positiven Effekt des Waldes wahrzunehmen. Er sorgt natürlich dafür, dass wir gute, angenehme Luft bekommen. Man kann das Ganze auch sehen, wenn man zum Beispiel nach einem Regen, insbesondere in Bergwäldern unterwegs ist, dann sieht man gerne mal an Berghängen so Wolken, wie sie in den Bäumen hängen. Also so einzelne Wolkenfetzen, die wirklich so aussehen, als würde gerade jetzt jemand im Wäldchen ein Feuerchen machen und der Rauch hängt jetzt in den Bäumen. Ne? Das ist also das Interzeption. Und ist eigentlich ein Problem für den Wald, weil der Wald hätte ja gerne alles, was an Regen kommt, insbesondere wenn es trocken ist, unten im Waldboden, wo er was mit anfangen kann. Denn bis auf wenige Ausnahmen, und zu denen kommen wir jetzt, kann so ein Wald mit Wasser in seiner Baumkrone nichts anfangen. Der ist sogar dahingehend, das Wasser an der Baumkrone sogar besonders nervtötend, weil es die Photosyntheseleistung auch noch hemmt. Die hängt nämlich davon ab, dass die Luft oben in der Baumkrone möglichst trocken sein muss, damit eine Saugspannung zwischen dem hoffentlich nassen Waldboden und dem trockenen Kronenraum sich aufbaut. Ist der Kronenraum jetzt aber nass und gar nicht trocken und der Waldboden auch nass oder nicht mal so nass, dann kommt diese Saugspannung nahezu zum Erliegen und im Zustand der nassen Blätter und der hohen Wasserdampfsättigung im Kronenbereich des Waldes Photosynthese fast nicht möglich, selbst wenn die Sonne wunderbar scheint. Also das macht das Baumleben wirklich nicht einfacher. Jetzt gibt es entsprechende Methoden, die manche Bäume entwickelt haben, um halt eben diesem Interzeptionswasserverlust ein bisschen entgegenzuwirken. Und diese Methode nennt sich zum Beispiel Stammabfluss. Und Stammabfluss heißt, dass manche Bäume eine trichterförmige Anordnung ihrer Zweige aufweisen, die so ein bisschen dazu führt, dass das Wasser, das dann die Blätter entlang läuft, alles so ein bisschen in Richtung Stamm geleitet wird. Also wenn das jetzt hier ein Baum ist und der hat jetzt Äste, die quasi so nach oben ragen und das regnet dann da drauf, dann läuft das Wasser logischerweise meine Hand runter bis zum Stamm und läuft dann den Stamm runter. Und das habe ich auch schon mal in meinem eigenen Video behandelt. Kann man bei Buche oder Hainbuche schön sehen, wie das Wasser dann da eben entsprechend den Stamm runterläuft und der Stamm eigentlich bei großen Regenereignissen nahezu immer durchgehend nass ist, während andere Baumstämme allenfalls ein bisschen feucht und man da zumindest keinen direkten Wasserfluss nach unten feststellen kann. Das ist natürlich dafür da, möglichst wenig Wasser auf den Blättern zu halten, dass die im möglichst steilen Winkel angeordnet sind, damit sie möglichst kurze Zeit nass sind. Und das hat auch noch einen anderen Grund, abgesehen davon, dass das Wasser am Stamm natürlich dann schnell unten ankommt und dann auch der entsprechenden Wurzel direkt unterm Stamm relativ einfach zur Verfügung steht, hat das noch den anderen Grund, dass nasse Blätter auch deswegen schwierig sind und gefährlich für den Baum werden können, weil so ein Pilz, je nach Pilz, durchaus gerne nasse Blätter mag. Der braucht ein gewisses Medium, wo seine Spore schön anhaften kann und seine Spore sofort keimen kann, die da gegebenenfalls in den Baumkronen landet. Zum Beispiel das beliebte Eschentriebsterben, großes Problem heutzutage. Das macht das so. Und wenn da die Blätter schön feucht sind, dann ist es ideale Bedingungen für das Eschentriebsterben. Daher ist es auch da wieder praktisch, seine Blätter möglichst schnell trocken zu bekommen. Und auch viele andere epiphytische Pflanzen, epiphytisch bedeutet auf wem anders drauf wachsend, einfach ausgedrückt, brauchen eine gewisse Feuchtigkeit auf den Blättern, damit sie da überhaupt wachsen können. Es gibt nämlich insbesondere in den Tropen, bei uns in Deutschland leider keine einzige, aber in den Tropen gibt es Pflanzen, die auf den Blättern anderer Pflanzen wachsen. Also der Überlebenskampf in den Tropen, die Anpassung an alles Mögliche und ausgefallene Überlebensstrategien sind da wirklich unglaublich faszinierend. Und damit man halt eben entsprechend möglichst wenig andere Pflanzen auf den eigenen Blättern hat, die ja dann wieder ihre eigene Photosynthese machen und danach entsprechend Schatten auf das Hauptblatt schmeißen, weil das ist denen ja egal, was da an Licht ankommt, die wollen es ja alles für sich haben, ist es ein Vorteil, diese Blätter möglichst schnell trocken zu bekommen, nachdem sie nass geworden sind, weil im nassen Zustand kann wer keimen, im trockenen Zustand kann keiner keimen. Da braucht man ja gleich mal eine Ladung Wasser, ne? Also das sind alles so Gründe, weshalb es für den Baum eigentlich nicht gut ist, eine nasse Krone zu haben. Und der Gesamtwasserverlust durch Interzeption eben.
Ja, so viel zum Thema Wasser im Kronenraum. Ach so, halt. Ein paar dieser Epiphyten leben allerdings dann wiederum davon, dass es hin und wieder im Kronenraum nass wird. Es gibt ja auch Stammepiphyten oder Astgabelepiphyten, also kleine Pflänzchen, die dann wirklich in der Astgabel eines großen Baumes wohnen. Und die müssen mit dem bisschen Wasser, wenn sie als Epiphyt per Definition nicht parasitär sind, sprich die bohren nicht den Baum an und klauen dem sein Wasser, sondern sie sitzen nur drauf und machen sonst nichts, dann müssen sie irgendwo ihr Wasser hernehmen. Und deswegen hocken sie auch in der Astgabel, weil in der Astgabel sich wenigstens ein bisschen Wasser, was da interzeptionstechnisch ankommt, dann auch ganz gerne mal ein wenig sammelt. Und da hat man eine Option, da dann wenigstens bei dem regelmäßig vorkommenden Regen in den Tropen sich einigermaßen seine Wasserversorgung sicherzustellen. Beispiel für eine epiphytische Pflanze aus Deutschland ist der beliebte Efeu. Wenn ihr euch den mal anguckt, insbesondere die etwas kleineren Ranken, die so den Baum hochranken, dann werdet ihr feststellen, oh, der hat ja auch so Wurzelchen. Kann der jetzt auch Wasser aufnehmen? Nee, kann er nicht. Das sind reine Haftwurzeln, die haben keine Wasseraufnahmefunktion. Was allerdings schlecht für den Efeu ist, weil im Grunde wäre das eigentlich eine ganz praktische Sache. Und na, wenn wir dem Efeu noch ein paar tausend Jährchen Zeit geben, vielleicht entwickelt er dann auch noch zusätzliche Wurzeln, wie er insbesondere, wenn er auf einer Buche oder auf einer Hainbuche sitzt, das viele Wasser, was dann bei Regenereignissen den Stamm runterläuft, aufnehmen kann. So ein Efeu braucht allerdings nicht sehr, sehr, sehr viel Wasser. Deswegen kommt er auch damit, dass er ja auch eine Wurzel hat, die bis in den Boden reicht, zwangsläufig. Damit eigentlich meistens auch ganz gut zurecht, der liebe Efeu. Ne? Viele Leute mögen ihn nicht. Ich finde ihn irgendwie ganz sympathisch. Gut, und damit sind wir im Stammraum auch schon durch und wir nähern uns, unser Regen kommt jetzt unten an. So, was liegt jetzt unten? Naja, zunächst mal ist da der Boden. Dazwischen befindet sich noch irgendwo der Buschgrafter, der da gerade rumliegt und nass wird. Der ist aber relativ irrelevant für den Naturhaushalt. Und neben dem Buschgrafter liegt jetzt ein Stein. Und so ein Stein ist jetzt erheblich interessanter, denn so ein Stein wird jetzt vom Regen angegriffen. Egal was für ein Stein, jeder Stein, den es so gibt, den wir so haben auf dem Planeten, bisher gibt es noch keinen Stein, der das nicht tut, der wird ein wenig von Regen angegriffen. Denn was ist denn jetzt unser Regen? Also zunächst mal ist es H2O. Und davon abgesehen hängen vermutlich noch ein gewisser Anteil an entsprechend sauer wirkenden Aerosolen drin, hatten wir auch schon besprochen. Aber die lassen wir jetzt erstmal außen vor. Jetzt gehen wir mal davon aus, es hat destillierten Regen geregnet, was nicht passiert. Aber angenommen, der hätte jetzt pH-Wert 7, dann hat er immer noch ein perfektes Verhältnis aus OH- und H+-Ionen. Ne? Wasser liegt ja dissoziiert vor, sprich zur Hälfte besteht es quasi aus, also das eigentliche Wassermolekül fliegt ja gerne mal auseinander, das heißt, da fliegt also quasi mal ein H+ vom Wassermolekül ab, trennt sich da kurz, kehrt danach vielleicht mal wieder zurück, aber im Wasser liegen auch immer einzelne Protonen, also Wasserstoffprotonen, und da Wasserstoff ja nur einen einzigen Atom, nur ein Proton bzw. ein Elektron hat, ne? Und Neutron ist glaube ich auch noch drin, aber ist da ja nicht mehr viel anderes übrig, deswegen H+ ist quasi fast die komplette Masse vom ganzen Wasserstoff, ist aber auch nicht so wichtig, jedenfalls dieses Ding ist positiv geladen, ist H+, und damit ist es sauer und damit hat Wasser immer, auch wenn es destilliertes Wasser ist, eine gewisse sauer wirkende Komponente. Dazu muss es aber gar nicht erst kommen, selbst wenn unser Wasser gar nicht erst sauer wirken würde, was es tut. Mir geht übrigens langsam der Brennstoff aus, das ist meine letzte Fackel, mit der müssen wir jetzt klarkommen. Meine Grillanzünderparty ist damit vorüber. Ich habe da noch jede Menge von, aber habe es leider nicht mitgenommen. Das Wasser an sich hat ja schon die Eigenschaft, Dinge nass zu machen. Das bedeutet, Wasser baut gerne eine Hydrathülle um einzelne Partikel, die es nass macht. Und damit können diese Partikel dann weggespült werden. Wenn es also auf einen Stein regnet, der ein bisschen locker sitzende äußere Steinpartikelchen, Mineralkörnchen und so weiter und so fort aufweist, dann versucht das Wasser sich quasi in Form einer Hydrathülle um diese Partikel, um diese Körnchen herum anzuordnen. Und wenn dem Wasser das gelingt, dann ist dieses Körnchen quasi so nass, dass es vom Wasser aufgenommen wird. Insbesondere wenn es ein sehr, sehr kleines Körnchen ist. Ein kleines Objekt mit großer Hydrathülle ist nämlich wasserlöslich. Und wenn es wasserlöslich ist, kann es von unserem Regen mitgenommen werden.
Unser Regen, der also auf den Stein trifft und jetzt weiter runter fließt in Richtung Boden, hat dann also auch, nachdem er beim Stein gewesen ist, immer ein Stückchen Stein dabei. Ein paar Steinpartikel, die er da gelöst hat. Und diese schlicht und ergreifende Lösungsreaktion, ohne dass da irgendwelche Säurewirkungskräfte am Werk wären, das ist die Hydratation. Nennt man das dann. Ne? Das ist ein bodenbildender Prozess der chemischen Verwitterung. Ja, ich wollte es halt mal erzählt haben, das ist wichtig. Also, nein, eigentlich, ja doch, schon, aber kann man sich jetzt streiten. Folgendes. Eben, jetzt haben wir ja schon erwähnt, das gibt ja auch noch eine Säurekomponente vom Wasser. So, und die ist jetzt in der Lage, neben der eben benannten Hydratation auch noch deutlich kräftiger anzugreifen, denn so ein positiv geladenes Teilchen macht was? Ja, es zieht Zeug an, das negativ geladen ist. Beziehungsweise es setzt sich ganz gerne mal auf was drauf, was negativ geladen ist. Und dieses negativ geladen hat danach dann gegebenenfalls keine negative Ladung mehr. Und wenn es keine Ladung mehr hat, dann kann es zum Beispiel passieren, dass es nicht mehr an irgendeinem Gitter dranhängt, an dem es gehangen hat, weil es eine Ladung hatte. Und damit ist es dann auch ab. Und was passiert dann? Ja, dann kommt wieder das Wasser, baut eine Hydrathülle drumherum und dann wird es wohin? Ja, in den Boden entsprechend mit nach unten gespült. Es ist so, dass insbesondere, wenn dann auch noch zusätzliche Protonen in unserem Wasser vorkommen, also neben den H-Plus-Protonen aus dem dissoziierten Wasser, auch noch Säurestoffe dazukommen, wie eben unsere Stickoxide, ne? Oder unsere Schwefelsäure, schweflige Säure oder irgendwie sowas in dem Bereich, oder unsere, Entschuldigung, ich muss es kurz nochmal nachlesen, was war es denn noch? Ja, Nitrate natürlich, die wirken ja auch sauer. Die sind ja kein NOx im klassischen Sinn, sondern extra aufzuführen, weil sie wichtig sind. Also was wirkt schon relativ sauer. Und jetzt ist es so, Minerale haben Austauschplätze. Die haben an ihrer Oberfläche, das kann man sich, das habe ich schon mehrfach so erklärt, aber es ist auch diesmal wieder passend, kann man sich so vorstellen, dass sie an ihrer Oberfläche Stühle haben. Und so kleine, relativ enge Plastikstühlchen, wie man sie zum Beispiel auf dem Flughafen, auf dem alten, billigen Flughafen, heutzutage sind die ja sehr komfortabel da, aber früher mal gefunden hat. Oder meinetwegen an der Bushaltestelle, ne? Diese Plastikschalensitze. Ne? Und da passt eine Person so mit Mühe und Not rein. Je nachdem, wie die Person gebaut ist, hat sie da schon ihre Schwierigkeiten. Gut, jetzt ist es so, dass man sich das so vorstellen kann, dass an dieser Oberfläche von diesen Steinchen jetzt meinetwegen nur sehr schlanke Personen hocken. So, und an unserer Steinchenoberfläche sitzen jetzt auf ihren bequemen Schalensesseln lauter schlanke Persönchen, weil die Ladung unserer Steinoberfläche nicht sehr stark ist. So, und also nicht sehr stark positiv. Also es gibt eine positive Ladung, also Plus, ne? Aber die ist nicht sehr stark. So, und jetzt kommt jemand, der ist sehr, sehr stark positiv geladen. Also ich stelle mir das immer so vor, dass eben dann zu diesen Personen, die da auf ihren dünnen Persönchen, die da auf ihren Schalensesseln hocken, irgend so ein ja, Sumo-Ringer beispielsweise, ein kapitaler Sumo-Ringer eben entsprechend kommt. So, und der ist jetzt meinetwegen dreifach positiv geladen, weil er irgend so ein krasses Oxid ist, was da aus der Luft aufgenommen wurde und jetzt der saure Regen jetzt hier so mit so richtig krassen Säuren aufwartet. Das wäre zwar sehr selten, aber das nehmen wir jetzt für unser Beispiel einfach mal an. Und dieser Sumo-Ringer, der will da auch sitzen. Und der sitzt sich jetzt einfach mitten rein zwischen die anderen. Bom! Belegt drei Stühle und die kleinen dünnen Persönchen, die da vorher drauf gesessen sind, werden einfach zur Seite weggesprengt, wenn der sich dann mit seinem entsprechend mächtigen Gesäß reinhockt. So. Und warum kann er das? Na, weil er dreifach positiv geladen ist, damit eine viel stärkere Anziehungskraft auf die per se erstmal negative Oberfläche, auf der unsere positiv geladenen kleinen Männchen hocken. Also der Stuhl ist sozusagen die negativ geladene Oberfläche und unsere positiven kleinen Männchen hocken da drauf. Ne? Da er viel positiver ist, wird er viel stärker angezogen und verdrängt damit die anderen positiven. Boing. Und wenn das jetzt was ist, was sich da drauf setzt, was der Boden gar nicht haben, beziehungsweise unser Stein eigentlich im Prinzip gar nicht haben wollte, und vorher da irgendwelche guten Dinge drauf saßen, dann wird da ausgetauscht, meinetwegen 3 Kalium gegen ein Aluminium 3+. So, jetzt ist so ein Aluminium nicht so gesund. Ne? Also insbesondere im Ökosystem nicht so, kommt zwar überall vor, aber ist per se nicht so gesund, wenn da zu viel von vorkommt.
Hingegen so ein Kalium, das ist was Gutes, das brauchen Pflanzen zum Wachsen. Aluminium brauchen sie nicht. Das ist halt einfach nur noch da. Das will aber keiner. Also außer wir Menschen natürlich. Wir wollen ja oft, was nicht unbedingt so gesund ist. Das heißt, unsere drei Kalium, die sind jetzt wo? Ja, im Wasser. Und was machen sie jetzt? Ja, jetzt gehen sie weiter runter. Auf diesem Wege ist eigentlich auch noch eine Möglichkeit, wie halt eben entsprechend Regen für mehr Nährstoffe im Boden sorgen kann, indem er, wenn es zum Beispiel saurer Regen ist, auch saurer Regen ist nicht nur schlecht, mit der erhöhten Säureladung eben wertvolle Kationen, die für den Boden eine Bereicherung darstellen, wenn sie erstmal drin sind, außen im Stein, auf seinem Weg bis in den Boden, eben entsprechend rauslöst per Protolyse. Die starke Säurereaktion von, ja, Wasser, beziehungsweise eigentlich eher Säure in unserem Fall, nennt man dann Protolyse. Nur fürs Protokoll, damit ihr das mal gehört habt. Jetzt aber nun wirklich, ist unser Wasser jetzt mit ein paar Kationen, mit ein paar anorganischen Säuren aus der Atmosphäre, mit ein paar lustigen Schwebstoffen, die es in der Baumkrone aufgenommen hat und gegebenenfalls noch mit ein bisschen Schwebstoffen, die am Baumstamm hingen und so weiter, jetzt erfolgreich am Boden angekommen. Jetzt ist wichtig, hat es vor kurzem erst geregnet oder hat es das nicht? Weil, wenn es vor kurzem erst geregnet hat, oder ein anderes Szenario. Gehen wir jetzt mal davon aus, es würde sehr viel regnen. Jetzt ist nämlich durchaus entscheidend, um was für einen Boden es sich eigentlich jetzt handelt, wo unser Regen jetzt ankommt. Und ob er vorher zwischendurch noch ein bisschen in den Baumkronen hängen geblieben ist. Weil wenn es viel zu viel regnet und eine Überschwemmung droht, dann ist Interzeption, wir erinnern uns, das Wasser, was in den Baumkronen direkt wieder wegverdunstet, ohne jemals am Boden anzukommen, eine ganz, ganz ausgesprochen gute Sache, weil dann kann es ja nicht zur Überschwemmung beitragen, weil es ist vorher ja schon wieder weg. Wenn wir jetzt einen ohnehin schon nassen Boden haben, dann kann das Wasser natürlich irgendwann nicht mehr aufgenommen werden und dann kriegen wir Oberflächenabfluss. Wenn das Wasser also oberflächlich abfließt und gar nicht erst im Grundwasser ankommt, weil alles so wassergesättigt ist, dass der Weg zum Grundwasser quasi schon durchgeweicht ist, dann dieser fiese Oberflächenabfluss. Und der hängt jetzt im Wesentlichen davon ab, von der Beschaffenheit der Oberfläche. Und da kann man jetzt ganz grob sagen, beschissen ist Asphalt. Warum? Ja, der nimmt gar kein Wasser auf. Ne? Also entsprechend viele Flächen zubauen, ist eine ganz, ganz dumme Idee, wenn dann mal wirklich ein Starkregen kommt. Da steht nämlich ganz, ganz schnell, ganz, ganz arg unter Wasser. Und wenn man jetzt um diese Flächen drumherum nur jede Menge Ackerland hat, dann ist das auch ein bisschen schwierig. Weil so ein Acker, gut, der nimmt erheblich mehr Wasser auf als so ein Beton, aber auch der ist relativ schnell verstopft. Damit Acker fruchtbar ist, hat er oft einen hohen Tonanteil, so ein Ackerboden. Und so ein Ton hat das Problem, dass so ein Ton relativ wenig Poren hat. Die Infiltration, die Fähigkeit des Bodens, Wasser nach unten weiterzuleiten, in diesem Zusammenhang zumindest, hängt nämlich im Wesentlichen davon ab, was für Poren denn im Boden nun vorhanden sind und was für Stoffe vielleicht sonst noch im Boden vorhanden sind. Poren ist klar, das sind kleine Löcher zwischen den einzelnen Bodenpartikeln. Man sagt in der Bodenkunde, der Boden ist ein Drei-Phasen-System. Er hat eine Festphase, das sind die eigentlichen Partikel. Er hat eine Gasphase, das ist im Wesentlichen die sogenannte Bodenluft. Die kann durchaus mal eine andere Zusammensetzung als normale Luft haben, aber ist im Wesentlichen Luft. Und es gibt noch das Bodenwasser. So, und das bewegt sich umso schneller nach unten, je größer die Poren sind, durch die es durchsickern kann. Und jetzt müssen wir mal gucken, so ein Sandboden, der hat vergleichsweise große Partikel. Wenn man, das kann man sich immer gerne zu Hause ausprobieren, wenn man viele, viele große Steine aneinander legt, dann ist zwischen den großen Steinen immer noch vergleichsweise viel Platz, wo man noch Wasser durchlaufen lassen kann. Wenn man sehr, sehr, sehr viele, sehr, sehr kleine Steine nebeneinander legt, dann ist da gar nicht mehr so viel Platz. Und jetzt ist ein Sand bei weitem kleiner als ein kleiner Stein, aber ein Sand ist immer noch erheblich größer als ein Ton. Ton ist die kleinste Korngrößenfraktion des Bodens. Tonpartikel sind wirklich, wirklich, wirklich klein. Die befinden sich noch unter Mehlgröße. Also ein Mehlkörnchen ist noch größer als ein Tonpartikelchen. Und diese Tonpartikel, wenn die jetzt alle sehr, sehr, sehr dicht beieinander kleben, was bei so einem Ackerboden durchaus mal der Fall sein kann, dann ist da nicht mehr viel Platz für Wasser dazwischen. Das versickert schon langsam, aber es versickert eben, Betonung auf, langsam.
Und deswegen ist so ein Ackerboden auch noch vergleichsweise schnell überschwemmt. Besser sieht es aus, wenn es ein Ackerboden ist, auf dem gerade Pflanzen draufstehen, weil Pflanzen, die da draufstehen, haben im Regelfall Wurzeln. Und wenn sie Wurzeln haben, dann haben diese Wurzeln jeweils einen Wurzelkanal. Und durch diesen Wurzelkanal, auch wenn noch eine Wurzel drinsteckt, kann zumindest am Rand das Wasser ganz gut nach unten geleitet werden und erreicht vielleicht Bodentiefen, in denen der Boden nicht so sonderlich verdichtet ist, wo er noch etwas lockerer ist, wo er noch ein bisschen mehr das natürliche Gefüge hat, denn ein landwirtschaftlich genutzter Boden hat kein natürliches Bodengefüge, weil der wird ja regelmäßig geflügt. Andererseits, das muss man allerdings fairerweise noch erwähnen, dass Pflügen natürlich auch wieder die Porigkeit des Bodens verbessert. Wenn man mit dem Traktor drüber fährt und der Boden ist platt, dann ist er erstmal platt und nimmt gar kein Wasser auf. Wenn man ihn dann hinterher wieder pflügt, dann ist er nicht mehr platt und dann ist da durchaus erstens mal ein besseres Wurzelwachstum möglich, weil der Boden halt lockerer ist und außerdem kann er auch wieder etwas mehr Wasser aufnehmen. Das Dumme ist jetzt nur, landwirtschaftliche Nutzpflanzen brauchen keine Bodentiefe von 1,50 Meter oder was, in die sie ihre Wurzeln ausbreiten können, so ein Baum schon. Und deswegen wird ja trotzdem mal mit dem Traktor drüber gefahren. Und das heißt, so ein Ackerboden ist zwar bis in eine gewisse Tiefe gepflügt, danach aber verdichtet. Und bei diesem verdichteten, oft tonhaltigen Boden geht so gut wie gar kein Wasser mehr durch. So, und jetzt haben wir in der Mitte von unserem Szenario die Stadt mit Asphalt. Dann die landwirtschaftliche Nutzfläche mit einer gewissen Wasserspeicherkapazität durch den gepflügten Boden. Wenn der aber voll ist, Und jetzt haben wir vielleicht noch außenrum um die Stadt, hoffen wir es, genügend Wald. Und die landwirtschaftliche Nutzfläche im Verhältnis zur Stadt ist nicht so groß. Denn Waldboden, der hat da oben drauf, auf dem eigentlichen Boden, einen ganz, ganz tollen Stoff, aus, der eigentlich wertvoller ist als Gold. Eigentlich, weil Gold kann man nicht essen. Okay, Humus auch nicht, aber auf Humus kann man immerhin wachsen, wenn man eine Pflanze isst. Trotzdem ist Humus meiner Meinung nach erheblich wertvoller als Gold, weil Gold ist ja im Grunde völlig nutzlos. Ne? außer vielleicht für Zähne, aber da gibt es ja heutzutage auch schon Alternativen. Humus kann das Zigfache seines Eigengewichts an Wasser speichern. Also wirklich so richtig, 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 richtig viel Wasser kann so ein Humus speichern und ist damit erstmal, dauert es einfach wirklich lange, wenn es lange, lange trocken gewesen ist, bis so ein Humus durchgeweicht ist. Und anders als so ein landwirtschaftlicher Boden kann er das Wasser auch sofort aufnehmen und er kann auch sofort viel Wasser aufnehmen und er ist nicht so, wenn es schlagartig regnet, sofort am Überlaufen, sondern er kann wirklich erstmal richtig, richtig, richtig viel Wasser aufnehmen. Und wenn er dann voll ist, wie so ein Schwamm, dann gibt er nach unten jede Menge Wasser ab. Und jetzt hat so ein Waldboden, weil da nicht dauernd gepflügt wird und weil da zumindest, wenn es richtig gemacht wird, nicht dauernd mit schwerem Gerät drüber gefahren wird, bis auf ganz, ganz wenigen kleinen Teilstücken, dann kann so ein Waldboden wunderbar, deutlich besser als so ein landwirtschaftlicher Boden, nach unten unser Wasser weiterreichen. Das heißt, unser Wasser ist erheblich schneller durch den Boden und dann ist es im Grundwasser und da richtet es dann auch keine Schäden mehr an. Eine Katastrophe aus steigendem Grundwasser, also eine Regenkatastrophe, wo das Grundwasser so stark ansteigt, dass es alles zuflutet. Also wenn wir in Deutschland von Flutkatastrophen reden, dann entstehen die durch Oberflächenabfluss bei zu viel Starkregen, ne? Und zu schnellem Ansteigen der Flusspegel, weil zu viel wegen dem Oberflächenanfluss, nicht wegen zu stark ansteigendem Grundwasser. Wasser, das im Grundwasser landet, ist eigentlich nur noch positiv. Da kann man wenig Negatives erkennen, es sei denn, es hat zu viele Stickoxide dabei. Denn dazu kommen wir dann auch noch. Ja, aber jetzt erstmal eben Waldboden, auch dadurch die Tatsache, dass da sehr tiefreichende Wurzelkanäle da sind, hat er dadurch auch eine viel bessere Infiltration. Er hat durch viele abgestorbene Wurzelkanäle, hohle Wurzelkanäle, wo die Wurzel einfach schon verfault ist, eine nochmal viel bessere Infiltration. Und das ist allerdings jetzt wieder ein menschgemachtes Problem. Wald steht bei uns fast nur auf Böden, die per se keinen so hohen Tonanteil haben, keinen hohen Tonmineralanteil. Und oft auch zum Beispiel jetzt in den nördlicheren Bundesländern oder auch in Teilen von Bayern oder Sachsen oder so, in den Bereichen gibt es auch einige solche Gebiete, die halt viel Sand aufweisen. Und ein Sandboden mit viel Humus, mit Wurzelkanälen, mit entsprechender Durchwurzelung und der nicht verdichtet ist, der nimmt Wasser rucki rucki zucki auf. Und wenn man dann so einen Wald hinter seinem Haus hat, am besten am Hang, ne, wenn man zum Beispiel unten am Bach wohnt, nicht ganz nah am Bach, so 10 Meter höher und hinter sich den Wald hat, einen großen, großen Wald, ja, da kann die Sintflut kommen,
da passiert gar nichts. Der Bach steigt wohl kaum mehr als 10 Meter, wenn es ein kleiner Bergbach ist. Das ist unwahrscheinlich. Normalerweise reichen ja 2-3 Meter schon aus, weil wir Menschen ja so schlau sind, ständig an den Bach zu bauen. Aber wenn man jetzt mal wirklich ein bisschen weiter weg ist und hat den Wald hinter sich, dann braucht man sich eigentlich da, was Flut angeht, wenig Sorgen zu machen. Natürlich gibt es dann auch noch gegebenenfalls noch zusätzliche Bäche, die irgendwo runterkommen. Dann sollte man wieder beim Bau seines Hauses darauf achten, nicht unbedingt in der nächsten Mulde zu bauen, sondern eher auf der nächsten Kuppe. Also so leichte Kuppe. Leichte Kuppe im Gelände reicht ja schon völlig. Insbesondere wenn man einmal Hang baut, dann kommt das Wasser ja ganz schnell um einen rum und all solche Späße. Ne? Aber mit Waldboden hinten dran alles kein großes Problem. Gut, jetzt haben wir gesagt, Wasser ist unterwegs ins Grundwasser. Jetzt haben wir auch geklärt, wann kommt es da schnell an, wann kommt es da langsam an, wie ist das mit der Infiltration. Jetzt haben wir gesagt, durch den Regen ist eine der wesentlichen Regen ist ja durchaus eine der wesentlichen Komponenten, um den Nährstoffbedarf des Bodens wieder aufzufüllen. Und wir hatten ja jetzt gesagt, unser Wasser, das jetzt im Boden ankommt und dort schnell versickert, und aber auch nicht zu schnell versickert, weil es ja erstmal eine Zeit lang vom Humus schwammartig gespeichert wird, enthält ja jetzt einen Haufen schöne Nährstoffe, die es unterwegs eingesammelt hat. Es hat ein paar Kaliums vom Stein dabei, es hat ein paar Stickoxide aus der Luft dabei, es hat vielleicht noch eine Schwefelsäure dabei und gegebenenfalls hat es noch ein bisschen Sahara-Staub dabei, also auch positive Dinge. Es könnte auch theoretisch ein Kaliumpartikelchen aus der Luft aufgesammelt haben, das in irgendeiner Form da mal unterwegs war. Also Aerosole, das müssen nicht nur jetzt anorganische Säuren sein, das kann halt wirklich alles Mögliche durchaus auch mal sein und da kann auch mal wirklich sehr nährstoffreiches Material bei rumkommen. So, das ist jetzt alles im Boden angekommen. Und das erhöht natürlich die Nährstoffverfügbarkeit des Bodens, wenn es da regelmäßig drauf regnet. Aber unser Wasser ist gegebenenfalls ja immer noch sauer. Und das Gleiche, was es am Stein gemacht hat, kann es jetzt auch im Boden machen. Also auch an den Bodenpartikeln kann jetzt eine Protolyse, eine Hydratation oder eine Hydrolyse eben entsprechend stattfinden. Je nachdem, wie sauer unser Wasser jetzt eben entsprechend noch ist. Und das bedeutet, auch im Boden findet jetzt gleichzeitig mit dem Eintrag neuer Nährstoffe, potenzieller Nährstoffe, eine Auswaschung der alten, schon vorhandenen Nährstoffe statt. Also zwar werden damit Nährstoffe frei, aber sie sind dann im Boden auch nicht mehr verfügbar, weil unser Wasser, je nachdem wie viel das halt ist und wie intensiv es regnet, auch wieder welche mitnimmt Richtung unten. Macht wieder eine Hydrathülle drum und geht weiter runter. So, und irgendwann kommt unser Wasser dann in den Bereich des Bodens, in dem es auch keine Wurzeln mehr gibt, weil es dann fast nur noch Fels gibt. Aber in diesem Fels sind natürlich noch diverse Kanten, diverse Spalten, diverse Möglichkeiten fürs Wasser noch weiter runter zu versickern. Und dann landet es irgendwann mal im Grundwasser. Und was jetzt nicht im Boden gespeichert wurde, weil irgendwelche Oberflächen, die eine gewisse Absorptionswirkung haben, unser Wasser jetzt von diversen Stoffen gereinigt haben, was im großen Teil passiert. Deswegen kann man ja Grundwasser auch im Regelfall bedenkenlos trinken, weil bei dem langen Weg durch den ganzen Boden und die ganzen Oberflächen, die es da in dem Boden gibt, wo das Wasser das eine oder andere mitnimmt, aber auch vieles eben da lässt, ist das Resultat, was im Grundwasser ankommt, nach einem vollständigen Weg durch einen vollständigen, intakten, biologisch, ja, einwandfreien Waldboden, was dann im Grundwasser ankommt, ist eigentlich immer Trinkwasser. Allerdings, je nachdem, was es vorher drin hatte, nicht perfektes Trinkwasser. So eine Stickstoffbelastung kann halt wirklich schon mal relativ hoch sein. Insbesondere, wenn der Boden selbst dann noch zu viel Stickstoff enthält, was dann wieder bei landwirtschaftlichen Böden der Fall ist. Aber es regnet ja im Wald. Momentan haben wir unter Wald nur in ganz, ganz seltenen Fällen, Wald neben der Autobahn beispielsweise, Wälder, die so stark stickstoffbelastet sind, dass das Resultat, was unten im Grundwasser ankommt, immer noch zu viel Stickstoff enthält, beziehungsweise so viel Stickstoff, dass man sich Sorgen machen muss, kann, sollte. Wenn das der Fall ist, dann landet dieser Stickstoff natürlich dann auch wieder mit dem Grundwasser, dann irgendwann, das fließt ja auch weiter ab, ne? Das fließt ja auch weiter nach unten und landet dann irgendwann mal zum Beispiel in dem Rhein oder in der Donau oder direkt im Meer, je nachdem, ob es da in der Nähe schon runtergekommen ist und so weiter und so fort. Und da reichert sich dann halt der ganze Stickstoff an, spätestens im Meer.
Und das Blöde ist jetzt, dass diese Stickstoffverbindungen da, wenn sie da mal drin sind, so schnell nicht wieder rausgehen. Auch ein Stickstoff verdampft irgendwann aus dem Meer, geht wieder in die Atmosphäre, steigt hoch in die Ozonschicht, eine Stickstoffoxidverbindung, ne, also so ein Stickoxid halt, und wird dann dadurch krasse UV-Strahlung so aufgespalten, dass er wieder zu einem normalen elementaren Stickstoff in der Luft überall vorhanden ist, wird. Das Problem ist nur, dass dieser Prozess unglaublich lange dauert. Und unsere Geschwindigkeit, mit der wir zum Beispiel eben Stickstoff ins System einleiten, ist halt erheblich höher als die Geschwindigkeit, mit der man natürlich da wieder rausgeht. Was dazu führt, dass wir weltweit eine Stickstoffsättigung erleben und alle möglichen Böden, die früher mit Stickstoffmangel zu kämpfen hatten, inzwischen alle möglichen Probleme haben, aber Stickstoffmangel langsam fast nirgends mehr dazugehört. Ne? Also es gibt schon noch Ausnahmen und es gibt schon noch den einen oder anderen Boden, der jetzt noch nicht völlig stickstoffübersättigt ist. Genau genommen eigentlich noch viele, aber der Trend ist beunruhigend und macht einem so ein bisschen Angst. Und was wir alles ins Grundwasser leiten können, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Außerdem, die Filterleistung des Bodens, durch die unser Regen geht, die ist ja nur dann in der maximalen Form vorhanden, wenn wir auch genügend Boden haben. Wenn wir hingegen nur eine Kanalisation haben und überhaupt keinen Boden, das Wasser quasi ohne Bodenkontakt durch einen Kanal in die Kanalisation ins Klärwerk, dann schafft das das Klärwerk schon, da alles rauszuholen, was da an Scheiße drin ist. Aber das ist ja zum Teil Scheiße, die das Ökosystem hätte brauchen können. Und die landet dann wo? Im Klärschlamm. Und was machen wir mit dem? Naja, derzeit nicht viel. Den kippen wir irgendwo hin, wo wir ihn nicht haben wollen. Und dann ist er da. Aber da wir immer mehr Fläche verbauen und immer mehr Fläche Kanalisation statt Boden aufweist, landen immer mehr wichtige, gute Sachen, wie allen voran der Phosphor, Phosphate, also Phosphorsalze, immer mehr im Klärwerk und weniger in der Natur, weil immer mehr Boden halt eben entsprechend keine Natur mehr ist, wenn man das so möchte. Weshalb Phosphat durchaus langsam knapp wird. Stickstoff überhaupt kein Problem. Mehr als genug vorhanden. Phosphat ist aber mindestens genauso wichtig. Phosphat braucht man weniger, war deshalb in der Vergangenheit als Pflanzennährstoff selten knapp, weil es braucht nur eine ganz, ganz, ganz geringe Menge. Aber diese ganz geringe Menge, viel mehr davon ist auch nicht im Umlauf. Phosphat ist selten. Man braucht wenig, es ist wenig da, es wird wenig umgesetzt. Aber je mehr wir Flächen versiegeln, je mehr Phosphat quasi aus dem Phosphatkreislauf genommen wird, indem es bei uns im Klärschlamm landet, desto weniger Phosphat steht quasi letztendlich im Kreislaufsystem zur Verfügung. Und irgendwann wird meiner Meinung nach der Moment kommen, und das wird noch zu meinen Lebzeiten auf jeden Fall mit Sicherheit der Fall sein, dass wir Klärschlamm dringend recyceln müssen und Klärschlamm überall dahin kippen, wo tatsächlich noch keine Kanalisation funktioniert, damit wir eben entsprechend wieder Phosphat ins System bekommen. Damit das ganze Phosphat, was wir jetzt rausholen, da dann eben entsprechend wieder einigermaßen pflanzenverfügbar gemacht wird. Und jetzt brennt hier von meiner Sekundärfackel bloß noch der Stiel. Krass. und sonst sehe ich da ein wenig Black. Und das wird es jetzt auch, wenn ich das Licht ausmache, hier im Wald. Ne? So, damit bin ich durch. Das waren so ein paar allgemeine Überlegungen. Ich habe es teilweise schon mal erzählt. Teilweise wird es nicht unglaublich neu gewesen sein. Aber vielleicht eben in dieser Struktur so von oben nach unten mit dem Regenwasser gesehen. Was dann übrigens mit dem Regen in Flüssen und in Seen und so weiter und so fort und im Meer und so weiter passiert, da habe ich leider keine Ahnung von. Ich bin terrestrischer Ökologe. Von limnischen Systemen verstehe ich fachlich gesehen gar nichts. Ich weiß da ein bisschen was ich mal so mitbekommen habe, aber das war nie Teil meines Studiums und ich habe auch keine Lust, mich damit großartig noch auseinanderzusetzen. Das Thema terrestrische Ökologie ist schon so gewaltig, so riesig, wenn man da wirklich alles zu lernen möchte. Das schafft man schon gar nicht, unmöglich. Und deswegen lasse ich einfach die Pfoten von dem, wo es dann so richtig, richtig nass wird. Also abgesehen davon, dass ich gerne schwimmen gehe, aber ich beschäftige mich damit mit thematisch nicht so sehr. Weil es fragt mal immer wieder einer nach, kannst du mal was über den Bach erzählen oder sowas in der Richtung.
über das Bachufer ja, über die Wasserfläche und darunter nicht mehr. Also nicht mehr viel, ne? Also so ein bisschen was theoretisch, aber das lohnt sich dann auch wieder nicht. Da müsste man dann, ich beschäftige mich ja schon gerne mit Dingen, bei denen ich eine gewisse Expertise besitze, und das ist dann halt eben bei Bachthemen dann nicht mehr der Fall, ne? So. Ja. Wo genau geht sie jetzt heim? Ich such mal. Macht's gut. Wenn ihr nichts mehr von mir hört, bin ich verschollen.